Hallo sehr geehrte Anime- und Manga-Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Animega. Vor kurzem gab es eine gute Nachricht bezüglich des Films Sword Art Online Progressive. Der Film wird am 30.10. in die Kinos kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, wie der Film sein wird. Ich bin mir aber sicher, er wird genauso gut wie Ordinal Scale. Aber heute möchte ich mit euch nicht über Progressive, sondern über eine sehr interessante Theorie in Sword Art Online reden, wo viele Fans sogar sagen, dass da was stimmen könnte und es bald auch Realität sein wird. Es geht nämlich um Exo World. Für die, die nicht wissen, Exo World ist ein Anime bzw. Manga, der ebenfalls von Riki Kawahara gemacht wurde. Exo World konnte aber in Japan und auch in einigen Ländern des Westens große Aufmerksamkeit bekommen und bekam auch positive Kriterien. Selbst einige Sword Art Online Fans empfehlen diesen Anime. Aber dann merken die Fans von Sword Art Online und Exo World, dass bei den beiden Animes einen großen Zusammenhang gibt. Eine bekannte Fantheorie besagt, dass Exo World die Zukunft von Sword Art Online und das Mädchen in dem Anime namens Kuroyuki Hime die Tochter von Asuna und Kirito ist. Ich habe von dieser Theorie schon in einer meiner Folgen gesprochen, aber da habe ich die Theorie nicht so groß besprochen. Ich würde euch erstmal ein paar interessante Einzelheiten verraten und dann am Ende werde ich dann meine Meinung dazu sagen. Bitte beachtet, dass einige Details könnten auch Spoiler wie für Sword Art Online sowie Exo World beinhalten. Wer diese Animes nicht kennt und noch nie angeschaut hat, dann schaltet bitte das Video sofort aus und schaut euch erstmal die Animes an und kommt dann zu dem Video zurück. Wie ich schon davor gesagt habe, in dem Anime Exo World gibt es ein Mädchen namens Kuroyuki Hime. Nachdem Sword Art Online große Popularität bekam, merken die Fans sofort, dass Kuroyuki Hime und Yui sehr ähnlich aussehen. Viele Fans merken auch an, dass die Haarfarbe von Kuroyuki Hime ähnlich der Haarfarbe von Kirito und die Augen ähnlich den Augen von Asuna aussehen. Aber wenn das nicht überzeugt klingt, gibt es noch ein weiteres sehr interessantes Detail. Kuroyuki Hime ist am 30. September 2032 geboren. Und jetzt ratet mal, wann Asuna Geburtstag hat. 30. September. Asuna ist im Jahre 2007 geboren. Und im Jahre 2032 muss sie dann 25 Jahre alt sein. Damit wird auch stark geglaubt, dass Asuna die Mutter von Kuroyuki Hime ist. Es gibt aber ein kleines Problem. Asuna ist eine Meisterin im Kochen. Und Kuroyuki Hime kann leider nicht kochen. Machen wir weiter. In Sword Art Online Unit of Ring Band 21 taucht dann ein Mädchen mit dem Namen Shikimi Kamura auf. Und jetzt haltet euch fest. Wisst ihr, wie die Mutter von Kuroyuki Hime in Exo World heißt? Shikimi Kamura. Shikimi Kamura ist außerdem eine der Überlebenden des Sword Art Online Vorfalls. Ich weiß nicht, ob das ein purer Zufall ist oder nicht, aber da steckt definitiv mehr dahinter, als es den Anschein hat. Das nächste Detail, woran ich mich auch erinnern kann, ist, dass Kirito in Sword Art Online darüber gesprochen hat, dass es eine Möglichkeit geben kann, Yui in die reale Welt zu bringen und er es sehr gerne an so einer Möglichkeit auch gerne arbeiten möchte. Er will ein Gerät entwickeln, die Full-Dive-Technologie auf die nächste Stufe bringen und damit die VR-MMORPG-Spiele evolutionieren könnte. Manche behaupten, dass Kirito es geschafft hat, Yui in die reale Welt zu projizieren und sie letztendlich dann zu Kuroyuki Hime wurde. In Exo World gibt es ein Gerät unter dem Namen Brain Burst und viele Fans halten sich an die mögliche Theorie, dass Kirito in der Zukunft der Macher von Brain Burst selbst sei. Bleiben wir noch bei Exo World. In Exo World gibt es einen Charakter namens Graphite Edge. Seine Identität ist immer noch unbekannt. Aber dazu gibt es auch schon sehr heiße und mehr geglaubte Gerüchte und Theorien. Erstens,
In dem Spiel Exo World vs. Sword Art Online gibt es eine Möglichkeit, als Kirito gemeinsam mit Graphite Edge die Welt zu erkunden. Später wird dort ein Dialog stattfinden, wo Kirito Graphite Edge's Schwertskills in Frage stellt und die Bewegungen ihm auch sehr vertraut sind. Graphite Edge besitzt auch die Fähigkeit, mit zwei Schwertern perfekt zu kämpfen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Graphite Edge wird im Spiel Exo World vs. Sword Art Online in der japanischen Synchro von Yoshitsugu Matsuoka gesprochen. Er ist unter anderem auch für die Rolle von Kirito in Sword Art Online zuständig. Verrückt, nicht wahr? Es gibt aber auch Vermutungen, dass Graphite Edge Star King Kirito sei und nicht der normale Kirito. Graphite Edge wird bei manchen auch als der Bösewicht von Exo World beschrieben, da sein Verhalten meistens auch unerwartete Wendungen nehmen kann. Und jetzt kommen wir zu einer sehr verrückten Theorie, vor der ich selbst Angst habe und irgendwie vermute, dass sie stimmen könnte. Die Theorie besagt, dass bei dem Beginn von Exo World sind Asuna und Kirito tot. Es wird gesagt, dass Asuna und Kirito möglicherweise irgendwelche Anomalien bzw. Krankheiten in ihren Körpern bemerkt haben und es ihre Lebenserwartung stark reduziert und das Risiko eines Todes sehr hoch gemacht hat. Dazu hat sich Kirito dann als erwachsener Mann, der letztendlich es geschafft hat, Brainburst zu entwickeln, seine Seele und die Seele von Asuna in Form von Flugleit in das Spiel zu etablieren und dort als Graphite Edge und Azure Heal aufzutauchen. Um ehrlich zu sein, Leute, als ich das gerade vorgelesen habe, habe ich irgendwie richtig Gänsehaut und auch einen komischen Gefühl, dass die Theorie möglicherweise auch wahr sein könnte. Ich weiß, ich klinge jetzt verrückt oder so, aber vertraut mir, bei dieser Theorie habe ich Gänsehaut. Es kann auch falsch sein, kein Problem, aber irgendwie halte ich mich schon an diese Theorie. Reki Kabahara hat selbst gesagt, dass die Sword Art Online und Exo World nichts gemeinsam haben. Aber wenn man alle diese Details und Theorien in Betracht zieht und sie ordentlich behandelt und Zusammenhänge schließt, bemerkt man dann schnell, dass da definitiv was sein kann. Und das auch kein purer Zufall ist. Es gibt auch Vermutungen, dass nicht Kuroyuki Hime, sondern Haruyuki das Kind von Kirito und Asuna sei. Es gibt unzählige Fantheorien zu diesem Thema, aber diese Details, die ich euch hier vorgestellt habe, die klangen für mich am wahrscheinlichsten und plausibelsten. Jeder hat das Recht, der Theorie zu glauben, die er will. Ich persönlich glaube, dass zwischen Sword Art Online und Exo World es definitiv einen Zusammenhang gibt und wir es bald bestimmt durch Unity Ring oder möglicherweise durch einen anderen Manga oder Anime definitiv sehen werden, was da stimmt und was nicht. Mich würde interessieren, an welche Theorie ihr glaubt. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Animeke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann.